Östliche Frauen und südliche Frauen geben sich auch mit einem normalen Mann zufrieden. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Der durchschnittliche deutsche Mann, der verdient um die 50.000 Euro, der ist relativ intelligent, der ist relativ gepflegt, der sieht ordentlich aus, der ist im Schnitt knapp 1,80 Meter groß. Und der durchschnittliche deutsche Mann, der normale Mann, der ist auf dem Weltmarkt ein Top-Produkt, als wenn wir jetzt die gesamte Welt als sexuellen Marktplatz ansehen, dann ist der durchschnittliche deutsche oder westliche Mann ein Top-Produkt. Das heißt also, wenn der durchschnittliche Fließbandarbeiter von Mercedes, der im Jahr seine 40.000, 50.000 brutto verdient und normal aussieht, der wird von deutschen und von westlichen Frauen kaum mehr beachtet. Das heißt also, eine deutsche oder westliche Frau, die hat eine Liste an Ansprüchen, die passt auf die Tafel nicht mehr drauf. Die will 50 Punkte. Die will, dass der Mann ein halber Sex-Guru ist. Die will, dass er 1,90 groß ist, aussieht wie James Bond, im Jahr 300.000 Euro verdient, ultra charmant ist, bla 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 bla. Das heißt, die durchschnittliche Frau will einen Superstar und die durchschnittliche westliche und deutsche Frau, die beachtet den durchschnittlichen deutschen Mann gar nicht mehr. Aber wenn der durchschnittliche deutsche Mann nach Osten geht oder südlich geht, dann wird er behandelt wie der König.